Hallo, heute habe ich das CAT S50 von Caterpillar für euch. Das ist ein Smartphone, wie man hier schon sieht, für den Outdoor-Bereich. Das Smartphone wird gerade gebootet, das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, euch die technischen Daten zu erklären. Wir haben hier ein Display mit 4,7 Zoll, das sind 11,9 cm. Im Inneren arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 400. Mit 1,2 GHz, das ist eine Quad-Core-CPU. Dann sind im Smartphone 2 GB Arbeitsspeicher und 8 GB Flash-Speicher verbaut. Der fest installierte Akku hat eine Kapazität von 2630 mAh. Kommen wir nochmal zum Display. Das heißt, wir haben hier ein Display mit einer Bilddiagonale von 4,7 Zoll. Wie man hier sieht, es ist ein IPS-Panel, das heißt auch die Betrachtungswinkel liegen sehr hoch bei diesem Gerät. Gefunkt wird in Quadband, im UMTS und LTE-Frequenzband und zu Hause könnt ihr WLAN benutzen, das nach dem Standard BGN arbeitet. Außerdem wird NFC unterstützt und natürlich dann auch Bluetooth. Schauen wir uns das Smartphone mal von allen Seiten an. Wie man sieht, hier sind Gummikanten, das heißt, es kann mal auch hinunterfallen. Ein entsprechendes Video hierzu findet ihr bei uns im YouTube-Channel. Auf den Seiten gibt es einen Austaster. Hier unter der Klappe gibt es die USB-Buchse. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir hier die Soundwippe. Und hier den Einschub für die MicroSD-Karte, also für die Erweiterung, und für die SIM-Karte, also zum Telefonieren. Wenn alles geschlossen ist, ist dieses Smartphone staub- und wasserdicht. Vom Gewicht her, es wiegt 185 Gramm. Es ist also nicht das leichteste Smartphone, aber dafür ist es sehr robust. Als Software kommt Android in der Version 4.4.2 zum Einsatz, also schon KitKat. Und es gibt auch Kameras. Vorne gibt es eine mit 0,3 Megapixel und auf der Rückseite gibt es eine mit 8 Megapixel. Schauen wir uns den Lieferumfang an. Da haben wir hier einmal ein bisschen Anleitung zum Smartphone, ein USB-Daten- und Ladekabel und einen USB-Ladeadapter. Weitere Videos zum CAT S50 Smartphone von Caterpillar findet ihr bei uns im YouTube-Channel. Das heißt, einmal ein Video von der Kamera, da habe ich ein Testvideo gemacht. Und einen Fall- und Wassertest. Das war mein Hands-on-Video zum CAT S2050. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.